Hallöchen, ihr Lieben. Seht ihr das? Eine neue Matte. Nur für Holz. Da wird nicht drauf gebastelt. Die ist nur schön. Die ist von Aldi. 5,99 €. Kann man so falten und wegpacken. Und ja, hat halt so eine schöne Farbe. Kommt bei euch jetzt so ein bisschen blau rüber. Ist aber eher so ganz leicht fliederfarben. Weiß auch nicht, warum das in der Kamera jetzt so blau ist. Naja, egal. Aber ist sie nicht schön. Ohne Flecken. Ganz neu. Und die wird auch nicht befleckt. Da werde ich nicht drauf basteln. Die mache ich nur zum Zeigen. Ansonsten kommt die andere grüne wieder. Die sieht ja schon wieder aus. Oh mein Gott. Da ist mir eine Flasche Kleber umgekippt. Und da das ja keine so eine Bastelmatte ist, sondern so eine, ja, eine Schneidermatte eigentlich, ist die halt, die ist hier schön glatt, komischerweise. Ist aber eigentlich auch eine Schneidermatte. Aber die andere ist so ein bisschen rau in der Struktur. Und ja, da kriegst du den Kleber nicht wieder von runter. Ich habe da drauf rumgeschrubbt. Was ich weggekriegt habe, ist die Markierung. Aber der Kleber war immer noch drauf. Also wenn man so von der Seite guckt, da glänzt das immer noch. Ne? Naja, egal. Heute ein Temu-Haul. Ich habe wieder tüchtig zugeschlagen. Womit fangen wir mal an? Ah ja. Ich habe mir diese Holzfiguren geholt. Einmal so ein Hasi. Und einmal so ein Hasi. Und die werde ich aber nicht selbst bebasteln, sondern die will ich als Schablonen benutzen. Weil die schneide ich mir dann aus Pappe aus. Also zeichne mir das auf Pappe ab, schneide das aus und bebastel das dann. Und somit habe ich diese Schablonen. Ich glaube, dass sie kaputt brechen, ne? Ist nicht so dick, obwohl geht. Ich habe schon dünnere Holzplatten gekriegt. Also einmal ein Hasi mit dem Knickohr, ein Hasi von der Seite. Ja, mal gucken. Ich wollte die dann aus Pappe ausschneiden und dann vielleicht mit Stoff beziehen. Vielleicht auch ein bisschen auspolstern. Pompompuschi, Schleifchen und dann zum Hinhängen ans Fenster oder so. Mal gucken, was ich daraus mache. Nehme ich euch auf jeden Fall dann mal mit, wenn ich es mache. Also zwei Hasis. Dann habe ich mir geholt, war auch eigentlich völlig unspektakulär, das sind so, auch eher Abteilung Nähen, aber ich habe ja jetzt so einen Joy-Plotter und da kann man ja auch so Sachen für T-Shirts machen. Und das sind halt so Schablonen, dass man das, ja, das ist für Kleinkinder, das ist für Babys, für Kleinkinder, für Junge und das ist für Alte. Also die ist eigentlich nur interessant für mich. Da legt man hier so den T-Shirt-Kragen oder den Pullover-Kragen, entweder rund oder spitz, je nachdem, was man da hat, legt man so an und dann kann man den Schriftzug schön zentrieren. Kann man sicherlich auch mit einem Lineal ausmessen, aber ihr wisst ja, ich bin stinkefaul und fand das dann recht praktisch. War, glaube ich, sogar so ein Angebot, die haben im Moment so Sachen, dass sie ein Produkt für einen Cent anbieten. Wenn man dann noch andere Sachen bestellt, kriegt man so ein Teil für einen Cent. Und für einen Cent fand ich das völlig in Ordnung. So, ja gut, packe ich später wieder ein, sonst knistert es zu doll. Dann habe ich mir geholt so Acrylstifte, Acrylmarker mit einer feinen Seite und mit einer dicken, runden Seite zum Dotten. Ja, das ist schön zugeklebt. So, wollen wir mal schauen, was das ist. Die Verpackung finde ich schon wieder irgendwie, nicht mehr wieder ein Keks. So, wie viel sind das? Keine Ahnung, 26. Schauen wir mal. 26 Acrylmarker. Frag mich nicht, was die gekostet haben. Die haben mich angegrinst, habe ich sie angeklickt und bums, waren sie im Warenkorb, wie das immer so passiert. Es geht immer ratzefatze. Das sind also 26 Stück mit viel, viel Farbe. Und ja, testen wir sie mal aus. Ach, jetzt bin ich hier schon wieder auf dieser Matte, ne? Nee. Ich lege mir die Folie drunter. Nehmen wir mal das Blau, finde ich hier ganz schön. So, das ist die Warning. Was steht da? Ja, gut, soll man nicht im Mund nehmen, ne? Würde ich auch, glaube ich, nicht. Water-based, odorless, UV-resistant, opak und wasserfest. Okay. Sind water-based, aber wasserfest. Das finde ich auch wieder klasse. Ja, und immer wieder schön zumachen. Und ja, gut. Acrylstifte muss man immer ein bisschen schütteln. So, welche Seite haben wir hier? Das ist die dicke Seite. Da soll man so dotten mit. Ja. Gibt schöne Punkte.
Aber man kann bestimmt auch noch malen, ne? Jo, geht auch. So, und das wäre die dünne Seite. Ja, malt schön. Nochmal eine andere Farbe ausprobieren. Ah ja, hier das Pink. Auch wieder Dotten. Gerade jetzt so ist dann Dot, 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 Dot. Ja. Wie gesagt, würde auch zum großflächigen Anmalen gehen. Und das wäre dann die kleine. Ja, malen ganz gut. Nochmal wild einen rausgreifen. Ah, hier, komm, das ist auch eine schöne Farbe. Dotten, 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 Dotten. Braucht man auch gar nicht schütteln, stelle ich gerade fest. Mal gucken. Ja, malt auch lang. Und na, der kratzelt ein bisschen, aber malt trotzdem gut. Okay. Weiß. Weiß finde ich ja auch wieder schlau. Kann man damit drüber malen. Ja, wenn man sich vermalt hat. Oder zum Vermischen sogar. Guck mal, geht auch. Malt sich dann auch wieder sauber. Ja gut, weiß auf weiß bringt jetzt nichts, ne? Was haben wir denn noch für eine schöne Farbe? Mal hier so ein Giftgrün. Okay. So gemalt sieht das gar nicht mehr so giftig aus. Aber man muss sagen, die Farben entsprechen Tatsache so ungefähr dem Deckel, was man ja nicht immer so hat. Nochmal hier so ein Gelb testen. Okay. Malt auch. Ja, man kann halt auch je nachdem, wie doll man drauf drückt. Ups. Oh, jetzt habe ich die Mine ganz reingedrückt. Das war vielleicht nicht so schlau. Ja, da muss ich nachher mal gucken, wie ich die wieder rausgefummelt kriege. Ich bin so ein Dillel, ne? Guckt euch das mal an. Ja. Vorsichtig mit sein. Die muss ich erstmal beiseite packen. Ja, also funktionieren die Stifte. Grobes Auswahlverfahren hat funktioniert. Ja, das. Also, nur leicht drücken, ne? Also, nicht so mit Gewalt, so wie ich das gerade gemacht habe. Ja, dann habe ich mir nochmal bestellt hier diese Boxen. Eben für diese Stifte. Weil der Karton, das ist mir zu blöd. Also, ich muss immer sehen, was drin ist. Oh. Kommen die hier schon mal rein? Passen die überhaupt? Aber wie dafür gemacht, ne? Werden sicherlich nicht alle reinpassen. Aber ich habe mir vorsichtshalber ja auch zwei bestellt. Wobei. Oh, das wird sehr ärgerlich, wenn das jetzt an einem hapern würde. So, das ist der kaputte, den ich überhaupt. Na, komm schon. Muss ich jetzt erst Gewalt anwenden? Passen alle in eine Box rein. Schlau. Finde ich cool. Die Boxen kosten immer so zwischen 1,39 und 1,89. Schwanken sehr mit den Preisen. Also, warum auch immer. Davon habe ich mir auf zwei geholt. Offensichtlich brauche ich für die Stifte nur einen. Gut. Dann habe ich mir nochmal diese Bastelhölzer geholt, Arschstäbchen, also etwas dickere Eislolli, als wie es die bei Action gibt. Da gibt es die sind ja deutlich schmaler und ich glaube, kürzer sind sie auch. Will ich auch noch was mit basteln, nehme ich euch auch mit. Ich habe so viele Ideen im Kopf und so wenig Zeit, um es umzusetzen. Es ist so gruselig. Ja, das ist jetzt mal nicht basteln, zeige ich euch trotzdem. Das ist so ein kleines Kosmetiktäschchen. Ganz süß mit meinem Anfangsbuchstaben vorne drauf. Und dann ist das halt, sagen wir mal so übers Wochenende, was man da so an Kosmetik braucht, passt da schön rein. Man kann das hier mit dem Haken auch aufhängen, denn da im Hotel oder in der Pension oder wo auch immer man sich befindet. Innen drin ist noch eine Reißverschlusstasche. Hier außen ist auch noch eine Reißverschlusstasche. Ja, und hier innen drin einfach so ein Raum. Was hat die gekostet? Ich glaube 2,50. Fand ich auf jeden Fall niedlich. So, mal für kleine Sachen. Und wenn ich sie nicht zum Reisen brauche, kann ich sie bestimmt für irgendwelchen Bastelkram benutzen. Ja, auch nicht basteln, wobei ich da noch nicht sicher bin, ob die nicht vielleicht doch irgendwie im Bastelkram landen. Jedenfalls 2 bis 3 davon. Ah, oh, das knistert immer so. Das sind so. Ja, eigentlich sind das so Abschmink- oder Reinigungsschwämmchen fürs Gesicht.
Das war ein, auswaschbar. Finde ich halt besser als immer diese Wegwerfdinger. Ne? Ich meine, wir als Bastler produzieren eh schon viel Müll. Da muss man beim Schminken nicht auch noch den ganzen Müll produzieren. Und die sind richtig dick. Also bei Action gibt es ja auch solche. Aber A sind die nicht so groß und B nicht so dick. Ne? Also die sind richtig flauschig und auch ganz weich. Das ist ja auch wichtig, dass das im Gesicht schön weich ist. Das sind 2, 4, 5, 8. 8 in unterschiedlichen. Achso, die Rück- und Vorder- und Rückseite sieht auch immer noch unterschiedlich aus. Ne, da ist es gleich. Hier ist. Ne, ist auch gleich. So, einen rosanen, ein beigen, 2 graue. 2 von dem und 2 von dem. Die werden aber erstmal einmal gewaschen, bevor ich sie mir durchs Gesicht schiebe. Könnt erstmal da rein. So. Dann habe ich mir noch geholt. Und zwar für die Buchboxen von Action nochmal so Buchecken. Das sind, weiß ich gar nicht, wie viele das sind. 20 Stück, 30 Stück, keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz viele. So in Silber. Ah, könnt ihr in der Tüte wahrscheinlich nicht so gut sehen. Ne? Sehen so aus. Na komm her. Also sind alle gleich. Haben eine Vorder- und eine Rückseite. Also eine schönere und eine nicht so schöne Seite. Und so sehen die aus. Sind halt ganz kleine. Na, so besser. Ja. Aber die fand ich ganz hübsch. Die kann man dann also raufquetzen. So, einmal das. Auch für die Joy nochmal 10 45 Grad Klingen. Für die, für meine Joy, weil wenn man da viel Vinyl mitschneidet oder auch dickes Papier, oh, dann werden die kleinen Klingen doch schon relativ schnell stumpf. Gerade mit diesem Klebevinyl. Dann, oh, ich muss mir das mit dem Dann mal abgewöhnen, habe ich mir noch so eine, solche, ne, wenn ich selber Notizblöcke bastel, kann man das so reinklemmen und dann hat man so eine Stifthalterung. Da kann man das also unten an die Pappe sozusagen stecken und dann hat man hier, kommt dann der Stift rein und dann hat man bei den Notizblöcken halt auch noch gleich eine Stifterhalterung bei. Kann man auch oben ran machen, dann ist der Stift so. Oder eben an der Seite ist der Stift so. Das sind 3, 5 Stück. Gab es auch aus Plastik zum Rankleben und so. Aber ich fand die jetzt hier eigentlich ganz witzig, weil sie eben halt auch wiederverwendbar sind. Sprich, wenn der Block leer ist, kann man die sich an einen anderen Block ranklemmen und weiter benutzen. Also fand ich ganz gut. Dann, außerdem habe ich mir noch diese, ja, das sind so Kerzentransferfolien. Die werden in Wasser gepackt. Ist jetzt alles natürlich wütt, ne, weil es kommt ja so rum auf die Kerze. Und das ist alles so zum Thema Ostern. Das habe ich noch nie gemacht, das wollte ich mal ausprobieren. Wollte ich mal Kerzen mit, also schlichte Kerzen mit aufhübschen. Was steht denn also drauf? Eck. Keine Ahnung. Frohe Ostern. Und dann, ja. Peace, Love, Eastern. On the Hunt. My Little Flower. My Sweetie. Also, es ist halt Spiegelschrift. Ne? Weil es dann ja andersrum raufkommt. Es wird also ausgeschnitten, kommt in Wasser. Und dann wird es irgendwie auf die Kerze geschoben. Ja, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ihr könnt mir dann, wenn ich es mache, beim Stümpern zusehen. Wenn es ein Fail ist, hat nicht viel gekostet. Egal. Ja, nochmal 3 so kleine Matten, auch für die Joy. Es ist jetzt kein Original, aber ich habe davon auch schon die großen und die funktionieren ganz ausgezeichnet. Also, nochmal eine Rolle Draht für meine Perlenbäume. Weil der geht dann doch immer ganz schön schnell weg, auch wenn es 100 Meter sind. Pinsel. Ah ja, Pinsel habe ich mir noch gekauft. Einmal den hier. Das ist so ein
Das ist richtig dick. Aber wenn mein Mann frech wird, dann, ne, dann benutze ich den für was anderes. Also der ist richtig wumsig. Und der hat so ganz harte Borsten. Und da kann man dann so schön mitstupfen. Das macht dem dann nichts. Ich, für große Flächen habe ich halt den. Und für kleinere Flächen habe ich halt die mir geholt. Sind auch so... Eigentlich Kids Brush Set. Ja, weil Kinder halt auch immer aufdrücken, so wie ich. Ich bin da ja auch so ein Grobmotoriker. Ich sehe jetzt auch gar nicht, wo es aufgeht. Ich bin also ein blinder Grobmotoriker. Hä? Na gut, egal. Machen wir es kaputt. Kommt ja eh woanders hin. Ja, das sind dann halt auch so runde Stupfpinsel. Und ja, für meine obligatorischen dicken Pfötchen anscheinend genau das Richtige. In verschiedenen Größen und alle so halt rund mit relativ harten Borsten. Ja, du spinnst auch wieder, ne, Digga? Gut, dann könnt ihr hier gleich mit rein in die Tüte von dem großen Pinsel. Eine sehr große Tüte für diesen einen Pinsel, fand ich schon ganz lustig. Aber wenn sie so hoch sein müssen, gibt es sie wahrscheinlich nicht in schmal. Ja, und das war's dann auch schon. Naja, ich hatte mir auch aus Spaß eine Perücke bestellt, aber die muss ich euch jetzt ja nicht zeigen. Weil die hat gekostet 4,39. Und also, wenn man die sich kämmt und sich vernünftig... Die sieht richtig gut aus. Also, wenn man mal so ein Bad Hair Day hat und trotzdem irgendwie raus muss, kann man die sich echt aufsetzen. Die sieht auch nicht künstlich aus oder so. Die hat wirklich eine ganz tolle Dichte und eine dicke... Also, mein Mann hat nur gesagt so, huch, was willst du denn damit? Du hast doch Haare. Und dann habe ich sie mir aufgesetzt und sagte, oh, das ist auch eine schicke Frisur. Könntest du dir auch mal machen lassen? Genau. Nee, die setze ich mir nur auf, wenn ich lustig bin. Genau. So. Ja, das war's schon von Temu. Ich habe gedacht, das wäre viel mehr. Aber... waren halt zwei Beutel voll, ne? Doch, war doch eine Menge. Man muss da jetzt auch mal ein bisschen ausbremsen. Das langt jetzt so langsam, aber sicher. Ich habe jetzt schon neben meinen ganzen Regalen, die sind alle proppevoll, die ganzen Kisten. Jetzt habe ich da schon so eine große Kiste daneben stehen, wo ich alles nur noch reinklatsche, weil ich keinen Platz mehr dafür habe. Das geht nicht. Das muss aufhören. Ich ende hier sonst im Chaos. Das will ich nicht. Ich habe also eine extra Kiste nur für meine Joy-Sachen. Das ist auch in Ordnung. Dann hat man das immer in einem zusammen. Aber der andere Kistenkram, der muss hier verschwinden. So, meine schöne Matte, hast du toll gemacht heute. Hast du schön gezeigt, wie hübsch du bist. Müsst ihr mal bei Aldi gucken. Wie gesagt, die gab es für 5,99. Vielleicht findet ihr noch welche. Aldi, wohlgemerkt, Aldi Nord, ne? Also ich weiß nicht, ob Aldi Süd die auch hatte. Die hatten da so Nähsachen. Und da war eben auch diese Matte. Und ich fand die wirklich... hübsch, praktisch, schön. Gut. Genug Werbung gemacht für Aldi. Kriege ich sowieso gut keinen Cent für. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Kleiner Nachtrag. Ich habe die Spitze wieder rausgekriegt mit Pinzette. Bisschen festgeklemmt, gezogen. Funktioniert wieder.